Burg Nîmes oder Cetatea Nîmtiului ist eine mittelalterliche Festung in der Stadt Târgu Nîmes im Nordosten von Rumänien. Die Festung liegt am unteren Hang des mit dichtem Eichenwald bedeckten, 525 Meter hohen Pleuhügels. Der kurze Aufstieg auf einer Asphaltstraße beginnt etwa einen Kilometer westlich der zentralen Kreuzung von Târgu Nîmes und führt durch eine touristische Infrastruktur mit Hotels und Restaurants. Der Fluss Nîmes fließt parallel zum Hügel in südöstliche Richtung rund 600 Meter an der Festung vorbei. Der Hügel bildet den östlichen Zipfel eines zum Nationalpark Vânătorii Neamț gehörenden geschlossenen Waldgebiets. Die Burg wurde in Form eines Vierecks mit vier ungleichen Seiten errichtet. An jeder Ecke des Vierecks stand einst je ein Verteidigungssturm. Heute sind nur noch Ruinen zu sehen, doch mit ein bisschen Fantasie können Sie sich vorstellen, wie die Burg in der Vergangenheit aussah. Stefan der Große ließ einen über 11 gemauerte Pfeiler führenden Brückenzugang errichten. Vermutlich waren die 11 Pfeiler durch Steinarkaden untereinander verbunden. Der höchste Pfeiler war 40 Meter hoch. "21 Räume können derzeit besucht werden. In den Räumen können auch verschiedene Exponate besichtigt werden. Manche sind Originalteile, andere Replikate. Die Burg Nîmes ist immer noch eine Ruine, doch kann man nun die Umrisse einer Kuppel oder eines Raums erkennen. Es wurden nämlich mehrere Mauern nachgebaut. Im Saal des Großen Rates sind mehrere Holzelemente zu sehen, allerdings stammt das Holz nicht aus dem Mittelalter. In den Schaufenstern können Speer- und Pfeilspitzen, verschiedene Keramikteile, Replikate alter Kirchenbücher bewundert werden. An den Wänden hängen Schilder mit Erläuterungen zur Geschichte der Burg sowie zur Entwicklung der Moldau im Mittelalter. Die Besucher können Replikate von Waffen sehen, mit denen Stefan der Große kämpfte. Sein Originalschwert ist im Geschichtsmuseum in Istanbul ausgestellt, er wurde nämlich als Kriegsbeute nach einer Schlacht mitgenommen. In einem weiteren Schaufenster ist eine mittelalterliche Ritterrüstung ausgestellt. Allerdings gehörte sie einem polnischen Ritter. Die rumänischen Krieger trugen ungerne derartige Panzerungen, denn sie waren sehr schwer, sie wogen um die 40 Kilogramm. Einige Historiker und Philologen, wie A.D. Xenopol, B.P. Hastoy, D. Onciul ziehen in Betracht, dass, entsprechend der päpstlichen Bulle von 1232, der Deutsche Orden aus dem Burzenland zwischen 1211 und 1225 auf der Ostseite der Karpaten ein Castrum Muntissimum errichtete, das später als diese Burg identifiziert wurde. Die deutsche, oder Sachsen-Hypothese wurde von vielen rumänischen Historikern übernommen. Sie wurde im 14. Jahrhundert im Fürstentum Moldau während der Regierungszeit von Petru I. Musat von Moldau errichtet und im 15. Jahrhundert erweitert. Die Burg hatte eine Schlüsselrolle im Verteidigungssystem Stefans des Großen, zusammen mit Suceava, Chotin, Soroka, Orhai, Bender, Kilia und Weißenburg. Aus Mangel an zuverlässigen Informationen über die Ursprünge der Burg Nîmes existieren mehrere Hypothesen, deren Verlässlichkeit oft in Frage gestellt wurde. Fürst Petru I. Musat, Reg. Von 1375 bis 1391 ließ um 1380 die Festung mit 3 Metern dicken und 12 bis 15 Meter hohen Mauern errichten. Die Blütezeit begann mit Stefan Cel Mare in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Die Mauern wurden erhöht, um 4 Bastionen verstärkt und gegen die Hangseite im Norden und Nordosten durch einen tiefen Graben zusätzlich gesichert. Aus dieser Zeit stammt der über 11 gemauerte Pfeiler führende Brückenzugang.